Reichsernte-Dankfest auf dem Bückeberg bei Hameln. Millionenfacher Jubel für den Führer. Diese 68 Millionen sind unser Auftraggeber! Die Pläne zur Rekrutierung billiger Landarbeiter gehen mit den Kriegsvorbereitungen einher. Wir wollen dort nur Arbeitskräfte schöpfen, vermerkt Hitler nach dem Überfall auf Polen im September 1939. In Niedersachsen fordert fast jeder Hof Fremdarbeiter an. So viele, dass der Nachschub aus den besetzten Ländern nicht ausreicht. 5 Kriegsjahre lang leben sie mit den Deutschen auf den Höfen zusammen. Zwangsarbeit mit Familienanschluss? Leise flüstern seine Lippen in die Heimatstadt zurück. Sie ist die treue Heimat wieder. Sie lernen die Sprache, arbeiten hart. Auch Freundschaft entsteht durch Nähe. Doch strenge rassistische Vorschriften regeln, wer Herr ist und wer Knecht. Polizei, immer schnell, immer rein zu Waggon. Die Bauern haben uns so ausgewählt, wie man sonst Äpfel aussucht. Zwangsarbeit, das heißt, man konnte uns beim Kragen packen und irgendwo arbeiten lassen. Der Umgang der Bauern mit ihren Fremdarbeitern war meist pragmatisch. Man brauchte sie eben.